Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute will ich mit euch ein Smartphone aus Fernost auspacken. Und zwar handelt es sich hier um das Doki N20. Und bis jetzt habe ich erst ein einziges aus Fernost quasi mal getestet. Und das war das Metal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von welcher Firma genau das war. Ich blende das mal ein. Und da war ich ja nicht ganz so begeistert. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier schlägt. Es ist ein absoluter Preiskracher. Liegt bei 119 Euro und hat 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Ich würde sagen, ich laber jetzt auch gar nicht mehr so lange, sondern wir werden das ganze Gerät hier mal aus der Verpackung holen, uns das etwas genauer anschauen und dann richten wir es noch schnell ein. Also dann, auf geht's! Mal ganz kurz schnell die Verpackung angeschaut. Vorne eine Doki N20 und hier hinten, ne, das ist jetzt hier drin die Farbe Cream Purple oder wegen mir auch lila. 4 GB RAM und 64 intern. Und mehr gibt es da auch nicht zu sehen, deswegen werden wir gleich mal die Folie hier entfernen. So. Mal rein hier. So, und dann mal raus mit dem guten Stück. So, hier haben wir gleich ein tolles Kärtchen. Dann haben wir hier das Smartphone schön eingepackt. Schön mit weichem Schaumstoff hier. Das gucken wir uns aber gleich an. Wir wollen ja erstmal gucken, was hier noch alles mit in der Verpackung liegt. So, dann haben wir hier ein kleines Pappcase mit einem kleinen, ja, Quickstart Guide. Auch auf Deutsch. Dann haben wir hier noch in der Verpackung dann das Ladekabel. Oh. Ich habe da schon was gesehen. Also das geht ja, das ist ja, boah. Wir haben hier einen stinknormalen Micro-USB-Anschluss. Und das für ein 2019? Dann haben wir hier noch das Netzteil. Und wir haben hier ein Output von 5 Volt 2000 Milliampere Stunden. So, was haben wir noch? Nichts weiter. Keine Kopfhörer. Nur der SIM-Eject-Tool. Okay, jetzt werden wir uns das Smartphone mal etwas genauer anschauen. Zoomen wir es erstmal hier raus. Und ist hier geschützt. Wir haben hier, ne, auf der Rückseite eine Triple-Kamera. Und zwar einmal mit 16 Megapixel und zwei mit 8 Megapixel. Wobei die eine 8 Megapixel Kamera für, glaube ich, Tiefenunschärfe ist und die andere für einen Weitwinkel von 130 Grad. Ein LED-Flash und wir haben hier einen Fingerabdrucksensor. Jetzt werden wir erstmal hier die Folie abziehen. Oh Junge, das geht aber schwer. Okay, wahrscheinlich ist die nicht zum Abziehen. Uah. Junge, die schwer runter. Junge, Junge. Ihr seht, hier haben wir einen kleinen Farbverlauf von Lila ins Blau. Je nachdem, wie man das hält. Sieht gar nicht schlecht aus. Liegt auch, muss ich echt zugeben, gut in der Hand. Aber schauen wir uns jetzt mal hier die Front an. Wir haben hier eine Displaygröße von 6,3 Zoll. Wir haben hier sogar noch eine Schutzfolie drauf. Auch nicht schlecht. Auf der rechten Seite haben wir dann typisch den Power-Button und die Laut- und Leise-Wippe. Auf der linken Seite dann den Einschub für die SIM-Karte. Wir wollen doch gleich mal gucken, was wir hier noch reinmachen können. Wir können hier eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte reinigen, und zwar eine Micro-SD-Karte bis zu 128 GB. Oder aber wir können
so wie das hier aussieht, zwei SIM-Karten nutzen. Aber dann kann man halt dann keine Micro-SD-Karte verwenden. Okay. Setzt sich auch farblich ein bisschen ab, ist in Schwarz gehalten hier. Auf der Unterseite haben wir dann, ja, ich nehme an, ein Lautsprecher und ein Mikrofon sowie den Micro-USB-Port. Auf der Oberseite dann Klinkenanschluss für Headset, Kopfhörer. Ja, Rückseite hat man ja schon, ne? Oh Junge, hier sind aber jetzt Fingerabdrücke drauf. Meine Güte. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier noch ein bisschen Saft drauf haben. Und lassen das Gerät mal hochfahren. Mal kurz zu den technischen Details jetzt nochmal, ne? Als Betriebssystem läuft hier Android 9. Wir haben eine Akkugröße von 4350 mAh. Ist wirklich ordentlich, kann man nicht meckern. Auf der Frontseite haben wir übrigens noch eine Kamera mit 16 Megapixel. Wir haben schon wie erwähnt 6,3 Zoll Full HD Plus Display. Wir haben einen Octa-Core-Prozessor drinne. Und zwar ist das der MediaTek 6763V Octa-Core. 4 GB Arbeitsspeicher hatte ich schon erwähnt. 64 GB internen Speicher. Und ja, Sensoren haben wir dann. G-Sensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Fingerabdrucksensor. OTG-fähig ist das Gerät. Jetzt wollen wir das mal hier endlich starten. So, willkommen auf den Homescreen. Schauen wir mal rum hier. Wir haben nur eine Seite. Dann linke Seite Multimedia-Taste, Home-Button, Zurück-Taste, Wisch von unten nach oben. Kommen wir dann in den App Store. Das ist löblich. Ich sehe jetzt hier keine große Blotware hier drauf. Es scheint fast so zu sein, als wenn das hier reines Android ist. Wir können ja nochmal in die Einstellung gucken. Ja, das ist typisch für MediaTek-Geräte. Da ist alles in grün gehalten. Okay. Wir gucken mal jetzt hier auf Verbindungen. Und nein, wir haben hier leider kein NFC mit an Bord. Speicher 7,88 GB sind schon belegt. Jetzt gucken wir nochmal bei System. Erweiterte Optionen übers Telefon. Android 9 Version haben wir hier. Jetzt zum Schluss schauen wir uns nochmal die Kamera an. Ist zwar jetzt hier nicht das. Sind zwar jetzt hier nicht die besten Lichtverhältnisse und ich mache mir da auch nichts vor. Ich glaube nicht, dass wir hier die High-End-Top-Kamera haben. Ich meine, das Gerät kostet 119 Euro. Fingerabdrucksensor reagiert auch flott. Mittlerweile sehen die Kamera-Apps alle fast gleich aus. Okay. Wir haben jetzt Foto, Video, Beauty, Unschärfe. Okay, wir gucken mal schnell bei die Kameraeinstellung. Okay, wir haben Kamera auf. Wieso ist die bei. Warum liegt die bei 8 Megapixel? Wir wollen noch eine 16 Megapixel haben. Merkwürdig. Gesichtserkennung. Foto in Gesichtsinformationsspeicher. Bitrate Mitte. Okay. Zack. Jetzt nehmen wir den Weitwinkel. Da sieht man noch mehr von meinem Müll im Hintergrund. Zack. Natürlich wollen wir auch die Frontkamera mal testen. Hier bin ich. Ah, das Licht ist natürlich jetzt, ne, nicht ganz so. Gut. Jetzt schauen wir uns die Bilder mal etwas genauer an. Wir fangen mit meinem Selbstporträt hier an. Ich blende ja auch zusätzlich jetzt nochmal ein hier. Was ich jetzt hier so erkenne. Sieht ganz gut aus, selbst bei diesen Lichtverhältnissen. Das Gesicht ist sehr klar. Man kann wirklich alles sehen. Gehen wir jetzt zu den nächsten. Weitwinkelaufnahme. So schaut es erstmal gut aus. Wir zoomen mal ran. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier echt schlechte Lichtverhältnisse. 8 Megapixel übrigens.
Da die Frontkamera 16, ne? Und wir sehen ja schon in dem Hintergrund, da ist wirklich schon richtiges Rauschen dabei. Und jetzt die Hauptkamera, jetzt mit den 16 Megapixeln. Ja, der Hintergrund, der ist jetzt nicht verrauscht, sondern unscharf. Man kann hier sogar, ey, ich wusste gar nicht, dass die Klinge so rostet. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus, selbst für die Lichtverhältnisse. Ja, ich werde natürlich die Kamera noch weiter testen. Das heute hier ist echt nicht ganz so einfach. Alles nur Kunstlicht und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben hier, ne, ein Smartphone, was wirklich untere Preisklasse ist. 119 € ist also ein Einstiegsgerät. Ich bin trotzdem gespannt, wie sich das Gerät so schlagen wird. Ich werde das jetzt eine Woche mit mir mitnehmen. Und dazu werde ich diese Socke hier verwenden als Schutz. Kleiner Insider. Wie dem auch sei. Nichtsdestotrotz, ne? Es ist schick. Ich glaube, die Rückseite hier, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch eher Plastik ist oder ob das Glas ist. Es könnte in der Tat Glas sein, wenn ich hier das Nokia habe. Wie dem auch sei, das soll es jetzt zu meinem Unboxing und erste Eindrücke Video gewesen sein zu dem Doggy N20 Smartphone. Und wenn ihr wissen wollt, was ich quasi für Erfahrungen damit gemacht habe, jetzt in einer Woche, dann schaut doch mal wieder vorbei, abonniert mich. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und wir sehen uns dann, ne? Also, macht's gut und ciao!